Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Chef Defense System. Herzlich willkommen auch von mir. Stellt euch vor, ihr seid in einer brenzligen Situation, es geht ziemlich eng zu. Wir stellen euch heute den Konter vor, vorher die Abwehr und wie ihr darauf reagiert. Genau, falls euch das interessiert, bleibt dran, wir sehen uns gleich. Willkommen zurück. Heute mal schön in der Wildnis. Nee, Quatsch, das ist nur 20 Meter weg von unserem Trainingsraum, schön am Fluss. Genau, wie der Peter schon gesagt hat, heute zeigen wir euch, wie es ist, in der brenzligen Situation eine ganz schnelle Abwehr zu machen und auch vor allem da noch nachsetzen zu können. Oft trainiert man ja immer, ja, ich bin in einem Stand und ich versuche dann das zu machen. Aber wenn es nicht möglich ist, wenn sich eine Situation einfach blitzschnell entwickelt hat, dann müsst ihr auch blitzschnell handeln. Und da funktionieren, sage ich mal, von 100% Techniken vielleicht wirklich nur noch 30, 20 sowas. Weil oft muss man sich auch wirklich in den Stand bringen, man muss sich darauf vorbereiten. Und die Technik, die wir euch heute zeigen, die ist wirklich dafür gemacht, die funktioniert blitzschnell. Natürlich braucht es ein bisschen Übung. Aber wenn ihr das könnt, dann könnt ihr wirklich in der brenzligen Situation extrem schnell abwehren und extrem schnell kontern. Bestes Beispiel hier ist jetzt, wenn der Peter jetzt auf mich zugekommen ist und das Einzige, was ich nur noch geschafft habe, selbst mein Stand ist richtig blöd, schulterbreit auseinander und ich kriege gerade noch so die Hände hoch und versuche natürlich zu deeskalieren, aber bringt natürlich alles nichts, weil er direkt in den Angriff geht. Wenn Peter jetzt schon schlägt, gehe ich mit der Hand hoch und gleichzeitig versuche ich mit meiner anderen Hand seine Hand runterzuziehen, um hier die Deckung aufzumachen, um dann natürlich hier vorzustoßen. Das heißt wirklich bam, es geht verdammt schnell. Und ihr braucht gar nicht viel Technik hier noch zusätzlich. Kann bam hinterher setzen und dann ist das eigentlich so gut wie schon durch. Was halt hier noch gefährlich ist, ist natürlich diese Hand hier, die der Peter auch schon gezeigt hat. Diese Hand kann mir gefährlich werden, wenn er jetzt schnell den zweiten schlägt oder auch meine Hand blockt. Aber auch hier ist diese Technik ziemlich gut, weil in dem Moment, wo ich die Hand hier rüberziehe und er hier blockt, kann ich mit einem Griff rübergehen und kann ihn entweder fesseln, um hier weiter durchzustoßen, oder wenn er natürlich einen Schlag setzen sollte, also da bin ich mit dem Schlagsetz habe ich mich auch komplett hier mit einer Wischtechnik kurz abgeblockt und kann jetzt hier weitermachen. Das funktioniert sauschnell, weil einfach die Wege hier sind. Schaut mal, er muss ja direkt hier an meiner Hand vorbeihauen, dass ich hier direkt auf seine Hand komme. Das ist ein kurzer Checkbump und kann dann von hier aus durchkommen. Was auch wunderschön ist an dieser Technik, wenn er wieder mich angegriffen hat und ich ihn hier weggeblockt habe und er schlägt jetzt hier, kann ich auch mit meiner anderen Hand in den Bonsau gehen, ich kann auch hier hochgehen und kann direkt unten angreifen. Das ist wunderschön, weil ich wirklich nur von hier aus eigentlich nur hochziehen muss. Das ist eine ganz typische Haltung, Entschuldigung. Das ist eine ganz natürliche Haltung, weil ich meine Hand auch aus Reflex vielleicht hochziehe. Und dann komme ich in solche Situationen. Natürlich wird das den Ellbogen bald runterziehen, der wird nicht ewig so bleiben. Aber diese Sekunde, wo ich hier habe, durch dieses Wumm, bin ich unten drin. Und jetzt, wenn ich unten drin gewesen bin, kann ich oben locker durchstoßen. Ja. Und bis ich dann wirklich da was runtergezogen habe oder mich da geschützt habe, es geht so schnell, den habe ich auf jeden Fall sitzen. Ja, und im Endeffekt ist es eine Technik, die auf jeden Block eine Antwort weiß. Also das habt ihr ja gesehen, selbst wenn ich versuche mehrfach den Angriff zu blocken, irgendwann, habt ihr ja gesehen, bin ich in den Fesselgriff und dann geht halt nichts mehr. Also selbst wenn ich schaffe, vielleicht zweimal dazwischen zu kommen oben, jetzt ist es halt vorbei. Also jetzt komme ich halt nirgendwo mehr hin, jetzt muss ich mich komplett neu ausrichten, aufmachen, er setzt nach und dann habe ich auf jeden Fall noch ein paar Schläge hinterher sitzen. Genau. Wichtig ist einfach nur hier, wenn ihr drin gewesen seid, dass ihr gerade dieses Spiel hier beherrscht. Also wenn ihr das trainieren wollt, würde ich euch empfehlen, die Hand nicht mit dem Daumen nach oben zu setzen, sondern hier mit dem kleinen Finger die Hand wegzudrücken, gleichzeitig die Hand runterziehen und jetzt kommt dieses Spiel. Linkshin ist bekannt, Chikondo ist auch ziemlich bekannt, mit dem Hände wegwischen. Jetzt alles, was kommt, wische ich nur noch hier weg, zack, und komm wieder rein. Das ist ganz einfach, wenn ihr dieses Spiel hier spielt. Und wenn ihr das immer länger macht, also sprich, euer Trainingspartner, der macht 3, 4, 5, 6 Mal diesen Block, dann könnt ihr auch wirklich im Ernstfall 2, 3 Mal, das geht brutal schnell. Ich kann von hier aus das machen und bin sofort drin, zack, zack. Ja. Und ja, ihr seht es ja selber, ab da. Wenn ich in diesem Ding drin bin, dann habe ich erstmal ein richtiges Problem als Angreifer, muss mich neu ausrichten, muss zurückgehen, muss mich wieder irgendwie entwirren und da habe ich schon mehr als genug Schläge sitzen. Also es ist schon eine echt effektive Geschichte und
ja, auf ziemlich engem Raum, wenn wenig Platz ist, und da kommt ihr trotzdem gut dazwischen. Vor allem, wenn es da wirklich brenzlig ist, weil die Sachen habt ihr sowieso. Und wenn ihr diese Mischtechnik hier trainiert habt, dann fließt es automatisch. Zack, runter. Rüber, runter, Schlag. Und wenn er jetzt hier kommt, geht ihr mit der linken Hand einfach nur hoch. Das ist eine wirklich ganz einfache Technik, die brutal schnell funktioniert. Ja. Und wenn ihr einfach keinen Zusatz hinterher da noch trainieren wollt, dann trainiert einfach nur die Geschichte auf den ersten Schlag. Und glaube, der ist so schnell, das reicht die Geschichte. Ja, und oftmals ist es ja der Versuch von dem ersten Schlag von eurem Angreifer, ja, wir pöbeln hier rum, machen tun, dann kommt es irgendwann. Ich habe keine Chance, ich komme nicht rein. Ihr seht, da geht nichts viel. Und bevor ich da mich neu ausrichte, den habe ich. Genau. Und selbst wenn nicht, habt ihr wenigstens schon mal Platz geschafft. Weil selbst wenn der Peter jetzt den hier kriegt, 20 jetzt, und ich kann jetzt hier nicht mehr nachsetzen, habe ich wenigstens eins, aber ich bin wieder auf meiner Distanz. Ja. Und kann jetzt von hier aus arbeiten. Weil oft ist es wirklich so, wie ich schon am Anfang gesagt habe, oft trainiert man technisch immer schön in seine Stellung und dann versucht man natürlich hier zack, 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 zack zu arbeiten und sowas. Funktioniert nicht immer. Gerade, wie gesagt, brenzlige Situationen oder sowas, da braucht ihr Techniken, die eigentlich, ohne dass ihr euch viel bewegen müsst, mit einer ganz kurzen, also ganz kurze Bewegung mit einer hohen Effizienz, und da ist die halt wirklich genial. Ja. Genau, da würde ich mal sagen, ich hoffe, ihr habt die Landschaft hier genossen, ist wunderschön. Ich hoffe, ihr habt uns gut gehört. Das sehen wir erst dann, wenn das Video draußen ist. Ob es zu laut war oder nicht, wir hoffen natürlich nicht. Dann sage ich mal vielen Dank, Peter. Ja. Vielen Dank an euch. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Schreibt gerne mal dazu, was ihr für Notfalltechniken für so eine brenzlige Situation habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.